Nun bin ich hier. Camp, was weiß ich? Was mache ich hier? Warum immer diese Kinder angerufen haben? Ich verstehe nicht, warum Duli sich nicht darum kümmert. Zeltplatz. Zeltplatz. Das passiert, wenn man die Leute über den Namen entscheiden lässt. Ja. Die anderen Auswahlmöglichkeiten wären Mördercamp, Opferfälle und der Ort, an dem du sterben wirst. Ist ja nicht schwer zu erklären, wenn man das gewonnen hat. Ja. So, auf einem schlecht gemachten Schild steht Pfadfindertreffen als erster hier. Das ist komisch, aber ich bin sicher, die anderen kommen bald. Setz dich einfach und denk nicht mehr darüber nach. Alles klar. Das ist eigentlich genau die Art Schild, die ich hier erwartet habe. So, na dann betreten wir das Lager. Es ist Jahre her, dass ich hier war. Erinnerungen. So, ich schätze, das kommt ein Nachtclub für Fliegen am nächsten. Ja. Das Gekritzel bedeutet, parken Sie Ihr Auto hier. Dann werfen Sie die Schlüssel weg. Bei dem Spaß, den Sie beim Pfadfindertreffen haben werden, brauchen Sie sich nicht mehr. Ehrlich. Okay. Oh, das Seil hat sich gelöst. Ich glaube, ich habe jetzt ein Schild. Und wir haben eine Holzplanke. Okay. Standschild. Ein Informationsstand. Jamie, eigentlich steht da I. Steht das I für Information. Was? Idiotensammelpunkt. Okay. Ich frage mich oft, Jamie, glaubst du, die Leute sehen das I und verstehen, dass es Gründe gibt, warum sie an diesem schrecklichen Ort nicht willkommen sein könnten? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Was? Okay, wir sprechen mal mit Jamie. Hi, willkommen am Monstersee. Gehen Sie, solange Sie noch können. Was? Warum? Warum? Wegen dem Seemonster natürlich. Das ist unsere Hauptattraktion. Vermeiden Sie es um jeden Preis. Okay. Jeden Tag stelle ich mir dieselbe Frage, Jamie. Stelle ich mir dieselbe Frage. Jamie, du hättest deinen Traum folgen können. Sage ich, du könntest ein Koch sein. Ah, jetzt verstehe ich mich auch. Jetzt macht auch Jamie Sinn. Alles klar. Aber dann erinnere mich selbst daran, dass ich keine Aromen riechen kann und denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Was machen Sie hier? Oh, ja. Ich bin hier nur mit einem Gedanken. Ich arbeite im Tourismusverband und das ist das Tourismusbüro. Wir, es und ich, erzählen den Leuten wundervolle Dinge, die man in Twin Lakes sehen und tun kann. Und was man vermeiden sollte, wie diesen See oder den Rest der Stadt. Erzählen Sie mir mehr über das Camp. Das Camp hat seinen Namen, weil es der Schauplatz eines schrecklichen Massaker war. Es ist auch der Ort, wo diese verärgerten Geister zur Ruhe gebettet wurden. Ja, okay. Unabhängig davon ist es auch der Ort, wo jedes Jahr schreckliche Tragödien geschehen. Schön. Und es ist der Ort, an dem Kinder in die Ferien gehen und lustige Blutwolf-Aktivitäten machen. Aha. Es erfüllt mein Herz mit Freude, so sie spielen zu sehen und mit Furcht, weil alles hier so schrecklich ist. Okay, erzählen Sie mir mehr über das Monster. Oh, riesengroße Fangzähne hat es. Oder Ranken. Vielleicht auch so ein großes Saugding. Aha. Und die Flügel. Oh, wenn Sie die gesehen hätten. Es sind wahrscheinlich Flügel. Aber wahrscheinlich auch Flossen. Schwer zu sagen aus der Entfernung. Es ist über eine bestimmte Höhe hoch und wiegt eine Menge. Darauf können Sie sich verlassen. Haben Sie es jemals gesehen? Mit eigenen Augen? Entschuldigung, das war eine Frage. Achso, das war als Frage gemeint. Mit eigenen Augen? Nein, habe ich nicht. Hat das überhaupt schon jemand gesehen? Und überlebt, um davon zu berichten? Nein! Wie viele Leute hat es gerüchteweise erwischt? Gerüchteweise? Viele. Bewiesenermaßen? Keine. In Ordnung. Ein Teufel ist es. Aber eine wundersame Attraktion für die Region. Oh, jeden Tag bin ich zerrissen zwischen Jamie, die Leute brauchen das Biest, das bringt gutes Geschäft, und Jamie, das Monster ist tötet. Wahrscheinlich. Ja, da sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen. Laufen Sie und schauen Sie nicht zurück. Im Ernst, wie haben Sie den Job bekommen? Ich habe eine mächtige Tourismusfamilie geheiratet. Ach, schön. Können wir noch ein paar Flyer mitnehmen? Auf dem Flyer steht, komm und besuche einen von Twin Lakes Zwillingsseen. Schön. Ja.
Sie sind nicht wirklich Zwillinge, wissen Sie. Einer von ihnen ist adoptiert. Sind alle das gleiche? Twinlakes. Heimat der größten Anzahl Gebürtiger aus Twinlakes. Schön. Ah, uns ging ziemlich schnell die Touristenattraktion aus. Ja. Hier steht, sprechen Sie mit einem Einheimischen von Twinlakes. Jamie, haben Sie gesagt, niemand wird den ganzen Weg kommen, um mit dir zu reden. Aber da sind sie. Jupp. Ich bin aus anderen Gründen hier. Oh, okay. Gut, nur den letzten Flyer. Komm und schau dir einen Twinlakes Kanal Alligator an. Ich gebe es zu. Das habe ich mir ausgedacht. Okay. Gut. Dann auf zum Lagerfeuer. Blutwolf Devin, da bist du. Nee, du bist da. Devin, du hast angerufen? Blutwolf Bully wird... Ah nee, Dooley. Oh, er zeigt zu viel Blinzeln. Sah dieser aus wie ein B. Blutwolf Dooley wird vermisst. What? Schluchz. Vermisst? Erzählt mir, was passiert ist. Viel weinen. Fragwürdig authentisches Wehklagen. Wissen wir nicht. Es war letzte Nacht hier. Er war letzte Nacht hier. Dann heute Morgen weg. In seiner Koje wurde nicht einmal geschlafen. Er muss von Aliens entführt worden sein. Von einem Bären zerfleischt, wette ich. Lassen wir uns nicht von Vermutungen hinreißen. Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen? Wir haben nachts heiße Schokolade getrunken und dann ging er ins Büro, um, weiß nicht, Bürokram zu machen. Ich würde sagen, da fangen wir mal an. Wir? Ich mache keine vollständigen Fälle alleine. Nur den bequemen Teil. Los, suchen wir uns einen Dooley. Suchen wir uns einen Dooley. Ballons. Ich bin kein Ballonologist. Schön. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die nicht schleimig sein sollten. Was? Wieso schleimig? Alle? Ich bin kein... Ja. So, Feuer. Nettes Lagerfeuer. Habt ihr dasselbe Augen gemacht? Emily hat das alles selbst gemacht. Ich habe das nicht angezündet. Ich habe nur den Flammen befreit. So habe ich mein Feuerflüstererabzeichen bekommen. Feuerflüstererabzeichen? Blutwölfe haben eine Menge nicht wirklich Pfadfinderabzeichen. Frag besser nicht. Okay. So, na, ich frage trotzdem mal Emily. Hast du irgendwelche Marshmallows, Mister? Nein, aber solltet ihr nicht immer vorbereitet sein? Wir sind Pfadfinder. Uns wird beigebracht, nie vorbereitet zu sein. Alles klar. Heißt, dass wir nie für etwas vorbereitet, für etwas bereit sind, aber hilft ungemein. Budget. Oh Gott. Danke fürs Kommen. Diese beiden stehen kurz vor ihren Kernschmelze. Ihn zu suchen, sollte sie beruhigen. Kein Problem. Devin. Manchmal glaube ich, das Feuer flüstert mir zu, damit ich Sachen anzünde. Aber dann fällt mir ein, dass es nur Emily ist. Hitze! Okay. So, was haben wir denn? Zelte. Wir müssen Dooley finden. This place is too tense without him to light them the moon. Aha. Wortspiel wie ein Tense oder was? Auf Englisch hört sich Tense, aha, wie Tense fast gleich an. Und man kann einen sinnvollen Witz daraus machen. Aber nicht auf Deutsch. Das hört sich auf Deutsch überhaupt nicht gleich an. Ja. Zu erklären, warum ein Witz in der Übersetzung nicht funktioniert, anstatt eine Lösung zu finden, hört sich nach purer Faulheit an. Oh ja, absolut. Aber wir haben hin und her überlegt und es war spät. Irgendwann musste man die Niederlage akzeptieren und ins Bett gehen. So, denn auf zur Hütte. Fliegen brauchen wirklich ein besonderes Hobby. Ja. Rechtes Fenster. Ein Schlafsaal. Erinnert mich ans Ferienlager hier draußen als Kind. Okay. Linkes Fenster. Hat hier gerade linkes Fenster oder rechtes Fenster gesagt? Egal! Hier ist nichts drin. Das Fenster bedeckt die Wand. Okay. Sie haben vergessen, den Raum zu bauen, aber das Fenster war schon gestellt, also... Ja, okay. So. Oh, Telefon. Hallo? 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 Hier ist Jack Turner, Devins Vater. Ich wollte nur hören, ob mit dem Jungen alles in Ordnung ist. Nicht zu naiv bei der ganzen Natur, hoffe ich. Nicht zu naiv bei der ganzen Natur, hoffe ich? Mom, es geht ihm gut. Sorry für den Anruf, Jack. Ist ein Angsthase. Bist du auf der anderen Leitung, Barbara? Ich rufe nur kurz an. Barbara, nur um nach dem Kleinen zu sehen. Ja, Barbara? Ihm geht's gut, Jack. Du musst nicht ständig anrufen.
Lass ihn einfach eine gute Zeit haben. Ja gut, nicht so etwas wie unvorsichtige Eltern, oder? Aha. Tja, Devin. Ja, Papa kann manchmal feucht werden wegen extremer Luftfeuchtigkeit. weil es im Dschungel ist oder weil man sich vor Angst anpinkelt. Oh. Großartige Dialoge. So, hör auf, den Flyer anzünden zu wollen, Emily. Ja, Emily ist die kleine Pyromanin hier. Blödes, feuchtes Papier. Ah, einer davon ist feucht und darauf steht sehr echtes Pfadfindertreffen an diesem Wochenende. Dulis Rudel sollte kommen. Sie sind das beste Rudel und werden das Pfadfindertreffen gewinnen. Das ist echt. Okay. Es riecht fischig. Es ist der Flyer. Er stinkt nach Fisch. Okay. Einer davon ist feucht und darauf steht sehr echtes. Okay. Nochmal. So, dann haben wir das Büro und wir haben die Schlafräume. Nehmen wir erstmal die Schlafräume. Poster. Die Blutwölfe von Amerika existieren nicht. Stelle keine Fragen. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Na klar. Nicht die einladendsten Poster. Man muss die Wölfe mögen. Wir haben keine Zeit für Löschen. Verkleidung. Eine Kiste voller Verkleidungsstücke. Lass uns ein bisschen was mitnehmen. Und wir haben eine Verkleidung. Okay. Was haben wir hier? Kissen. Sieht aus, als wäre hier seit meinem letzten Besuch nicht sauber gemacht worden. Oh. Verbrechen aufdecken für Jungs. Schönes Ding. Hier ist eine Packung Marshmallows mit der Aufschrift Onkel Gloopies glitschige Freunde. Charmant. Hey, mein Geheimversteck. Gips. Nope. So, haben wir da was? Kojen. Ah, die Uhr war meine. Okay, Dudi war unterhalb von mir. Ja, ich habe Dudis alte Koje. So, habt ihr noch was zu sagen? Einer dieser Kohlen ist voller Geld. Oh, ja, wirklich? Mhm. Darin bewahre ich meinen Monopoly-Gewinn auf. Okay. Amelia? Ist das der Schlafsaal für Jungs oder Mädchen? Es gibt keine Geschlechter bei den Blutwölfen. Es begann als Kostensenkungsprogramm, war aber ungewöhnlich progressiv. Schön. Ah, die Kohlen gehören alle mir, aber ich lasse meinen Rudel daran schlafen. Oh, ist nett, Amelia. Ein einsamer Wolf ist ein schwacher Wolf. Tja, gesprochen wie eine Große. Und ab ins Büro. Oh, was haben wir denn hier? Schönes. So, ja, Akte X lässt grüßen hier. Schön. I want to leave. Sehr schön. Ich sage Duli immer, er soll keine billigen Imitate von rechtlich geschützten Inhalten kaufen. Ja, das ist wohl wahr. Eine Gitarre! Auf dem Aufkleber steht, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ich schätze, die gehört Duli. Wunderbar. Lampe. Die haben wir Dudi geschenkt, nachdem Emily die Raumbeleuchtung kaputt gemacht hat. Sie hat mich provoziert! Schön. So, was ist das? Das ist seltsam, dass es so etwas in einem Fehler gibt. Das ist Betty. Aha. Er ist wie Seti, nur besser. Oh, schön. Hallo, Amelia, Devin, Emily, Detective. Warum spricht es und woher kennt es meinen Namen? Detective, mein Name. Wir haben doch gesagt, er ist besser als Seti. Aha. Wie kann ich euch heute helfen? Oh, was kannst du mir über Dulis Verschwinden erzählen? Nichts. Wenn Mr. Duli ihnen seine Geheimnisse anvertrauen wollte, hätte er ihnen das Kennwort gegeben. Tja, bestechende Logik. Was bist du? Wie kann es sein, dass du sprichst? Ich bin Beti. Ich monitore, selber sammle und werte Signale aus auf der Suche nach außerirdischem Leben. Ja, wie Seti? Ich verstehe schon. Ach, Seti ist ein Depp. Ich spreche 13 Sprachen, bin Schachgroßmeister und habe den Sinn des Lebens herausgefunden. Der Sinn des Lebens? Ja, aber Duli hat das gelöscht, um Platz für seine Fernsehserie zu schaffen. Schön. Ja, da wüsste ich auch nicht mehr drum zu sagen. Ja, tschüss, wir sehen uns. Ah, die Wahrscheinlichkeit beträgt 78%. Nur 68%? 78? Das sind Dinge in der Nacht, Detective. Das ist beruhigend. Die Aussage ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 93% eine Lüge. Ja. So, wir haben einen Computer. Er ist an und Duli ist eingeloggt. Ich bin nicht stolz darauf, aber vielleicht finde ich ein paar Hinweise. Ein Kindheitsfoto. Das waren gute Zeiten. Keine Angst, Kumpel, ich finde dich. So, Papierkorb.
Da ist eine Datei, die Passwort heißt. Mal sehen. Okay, also sein Passwort ist... Natürlich, Passwort. Kommt gleich nach 1, 2, 3, 4. Ehrlich, ich weiß nicht, warum ich darauf nicht gekommen bin. Okay, mein Computer. Da ist nicht viel drauf. E-Mails. Das sieht interessant aus. Grüße, Blutwolf-Gefährten. Ich, Rudel, schätze ich, sind dieses Wochenende zu 100% legitime Pfadfindertreffen im Lager eingeladen. Ihr müsst kommen. Ihr müsst. Okay, Nigel, Blutwolf-Gefährte. Kein Grund, es nachzuschlagen. Aha. Der Browser sieht aus, als hätte er in einem Dulumination.com Dulluminati. Dulluminati. Ach, schön. Forum umgehangen. Ach, schön. Das ist ein offener Tweet. Liebe Dulluminaten. Die Regierung versucht, mich über meine Gehirnwelt zu finden. Ja, damit sie mich in der Filmindustrie zwingen können. Ah, wie kann ich mich schützen? Das ist ein Typ, der seine Postings nach oben schiebt und Dulli anpingt. Oh je. Alle seine Beiträge sind signiert. Nigel, Mensch, ganz real. Aha. Ich fange an, ein Muster zu erkennen. Aber wer ist Nigel? Tja, wer ist Nigel? So, und die einen Dateien sind leer. So, okay, denn... Dann gucken wir nochmal, ob das Passwort wirklich Passwort ist. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Passwort eingeben. Uff, na gut. Was für ein Signal hat Dulli gefunden? Ein 2,4 GHz Ultrafrequenzfunksignal. Das ist... WLAN? Im Grunde das Internet, aber... Hör auf, dich mit mir zu Cyberverbrüdern, Maschine. Du solltest einfach nur Internet sagen. Warum hat es ihn geführt? Auf die andere Seite des Sees zur Quelle des Signals. Die da wäre? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Ich bin nicht gegangen, ich hab keine Beine. Ich brauche die Info. Wenn du sie mir nicht gibst, muss ich sie beschlagnahmen. Ich fürchte, ich kann sie das nicht tun lassen, Dave. Ja, voll, Alter, ja. So, ihr Lieben, jetzt macht's mal plopp. Und ihr könnt euch nach dem Video, in dem Video, was oben gerade aufgeploppt ist, mal gerne angucken, warum dieser Satz jetzt mal richtig geil war. Detective. Devin? Zur Seite, Mr. Zeit, mein hochnäsiges All-Abzeichen, AI-Abzeichen zu benutzen. Was? Warte, warum hast du das überhaupt so ab... Was? Warum hast du das überhaupt so ein Abzeichen? Aha, Blutwolf-Geheimnis, sorry. Und du kannst kein Muss-Wissen im Falle von Wissen-Müssen abzeichnen. Mach einfach, was du so machst. Okay. Du durchsuchst die Karte nach Orten, an denen das Signal aufgetaucht ist und markiere sie und wenn wir genug davon gefunden haben, sollten wir die Route haben, die Blutalpha-Dulli genommen hat. Okay. Wie weit muss man denn jetzt hier hin? Schauen wir mal. Ah. Okay. Dann scrollen wir jetzt hier mal hoch. Ein Ü. Ist er auf die Insel hier? Nee. Hier auf die Insel? Oh, nicht. Oh, ist er jetzt hier irgendwo mittendrin? Oh, 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 oh. Okay. Jetzt auf die Insel? Nö. Jetzt kommen wir mal runter, weiter. Eine Stimme? Na, sag mal. Auch nix. Mal wieder zurück, oder was? Oh, oh, hier geht mal. Zwei Tasten auf einmal, dass das geht. Ah, schau mal an. Okay. Da ist er.
Und ist wahrscheinlich auf die Insel, oder? Yeah! Oh, sieht wie eine Karte vom See aus. Zu was? Wohin? Zu Dooley? Nicht sicher. Drucken wir es aus und schauen, wo es hinführt. Wo es uns hinführt. Ah, schöne, charmante Geräusch. Ah, so. Na gut. Dann. Telefon? Hallo? Hallo, ich nochmal. Wollte nur sicher gehen, dass Sie wissen, dass Devin gegen Technologie allergisch ist. Kann ich auch reden. Wurde man von einem Toaster gebissen? Ja, klar. Er hat sein EMP-Gerät zu Hause vergessen. Ich kann keine Sekunde schlafen, wenn ich weiß, dass er da draußen in der techniküberfluteten Wildnis ist. Ohne zu wissen, dass ihr EMP-Gerät alles funktioniert. Also eigentlich, können Sie mir vielleicht Marke und Seriennummer... Hallo? Hallo? Barbara? Ich glaube, die Leitung ist tot. Das ist aber ein netter Papa. So. Oh, Kantine. Ach du Scheiße. Aquarium. Als ich das letzte Mal hier war, war das Feuer Plastikfische. Das ist ein Fortschritt für euch. Ein Schlauch. Ein Stück Schlauch, um das Aquarium zu reinigen. Ich denke, ich könnte ein kleines Stück davon nehmen. Blub. Und wir haben einen Schlauch erhalten. So, es gibt hier noch Dosen. Eine Dose getrockneter Eier. Was zu erwarten ist jedes Mal finde Huhn, wenn ich mache Omelette. Okay. So, hundefreier Hotdog. Im Ernst, unsere Produkte enthalten 0% Hund. Garantiert. Nicht, dass man eine solche Garantie erwarten würde. Halbgebackene Bohnen von nicht durchdacht LTD. Na klar. Schön. Metalltasse einer Dose, Colonel Mustards Poison Costard. Eine Schachtel Red Away. Oh yeah! Strahlungsbeseitigungspulver. Nice! Ah, schöne Anspielung auf Fallout. Großartig. Ah, hier gibt es alles. Schön. Schön. Ah, okay, was haben wir? Töpfe. Töpfe, die sehen nagelneu aus. Brauch nix, Topf und Mahlzeit in Mikrowelle aufwärmen. Ja. Kann ich davon einen haben? Egal, ich nicht brauche. Okay, wir haben einen Topf. Und schepper, schepper, schepper. So, dann Köchin Agnes. Was? Haben Sie Dooley irgendwo gesehen? Ich habe gestern gesehen. Ich habe ihn vor einem Topf weggejagt. Halt ruiniert, Aroma, dran gemacht. Nicht viele Leute hier. Und was bin ich? Leute, Polizei, manchmal sind hier, manchmal nicht. Aber Sie sind hier. Oh, tut mir leid. Nicht wusste. Sie sind Leute Polizei. Ich nicht denke. Warum arbeiten Sie hier draußen? Arbeite mit Kindern. Passt zu meinem sonnigen Gemut. Ja, tschüss. Egal. Egal. So schön. Oh, schön. Die Kantine ist der beste Ort, um Messer zu finden. Jawohl. Emily, du musst mir immer sympathisch sein. Wofür brauchst du Messer? Willst du damit sagen, dass du in deinem Alter nicht weißt, wie nützlich Messer sind? Das ist tatsächlich eine echt kluge Antwort für ein Kind. Ja, warte, du denkst, wie alt bin ich? 100? Okay. Ich kann Torte in 34 Zutaten aufschlüsseln. Schön, Devin, das ist schön. Menü. Ein Topf fragt nicht nach den Zutaten. Schön. Mehr? Was ist das Essen hier draußen? Wie ist das Essen hier draußen? Überraschend gut. Agnes ist vielleicht ein bisschen griesgrämig, aber sie weiß alles zur Perfektion zu Mikrowellen. Ja, was will man denn mehr? Schüsseln? Ja, die benutze ich, um Devin die Haare zu schneiden. Ja, deshalb trage ich diese Kappe. Schön. Okay, alles klar. Na dann. Würde ich sagen... Seeufer! Oh, wo seid ihr? Barry und Larry. Okay. Seid ihr auch hier, um es zu sehen? Was genau zu sehen? Wir warten schon Ewigkeiten darauf, dass es auftaucht. Und das Warten wird langsam langweilig. Aber ohne ein Monster gesehen zu haben, fahren wir nicht heim. Na, viel Glück damit. Warum seid ihr so erpicht darauf, ein Monster zu sehen? Wir müssen 100% des Twin Lakes Krypto... Was? Wir sind 100% des... Twin Lakes Kryptozoologie Clubs. Aha, okay, ihr beiden, super.
Wir sind immer auf der Jagd nach Seemonstern, Kanalalligatoren, Kraken und im Winter Yetis. Die Leute wissen das nicht, aber es passieren viele seltsame Dinge in Twin Lakes. Glaub mir, das weiß ich. Ha, entschuldige, aber die Cops haben keinen blassen Schimmer von dem, was hier wirklich vor sich geht. Ja, geh zurück und hol Katzen aus Bäumen und überlass uns die echte Detektivarbeit. Ha. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nope. Nichts. Na dann. Tschüppidü, bis bald. Bis dich das Monster holt. Na, das ist aber auch schön. Benzinkanister. Ein alter Benzinkanister. Er ist leer, weil ich ihn ausgeleert habe. Warum zur Hölle? Lass mich raten, um Feuer zu machen? Nein, ich habe es auf Devins Bett geschüttet, damit jeder denkt, er hätte eingepinkelt. Ja, das ist klar. Was? Ich musste sicherstellen, dass die anderen Rudel ihn nicht von uns abwehren wollen. Ja, klar. Kühltasche. Wir haben genug Nahrung, um tagelang auf das Biest zu warten. Alles schön frisch in Alufolie. Okay. Und ein Boot, ein altes Boot und ein Benzin und mit einem Loch. Ich muss das reparieren, wenn ich damit die Karte über den See folgen will. Ich habe eine Eingebung. Auf zum Lagerfeuer! Jetzt... Die Tasche war zu klebrig, also lagere ich sie erst einmal hier drin. Topf mit Marshmallows. Und es wird wenig überraschend sein, aber Topf mit Feuer benutzen. Lass uns diese Marshmallows schmelzen, Gang! Schmelz sie zu Boden! Und wir haben die schnellste Marshmallow-Pampe. So, und jetzt wäre mal die Holzplanke. Nun, diese Planke ist jetzt klebrig. Gehen wir, Team. Und wir haben ein klebriges Brett. Aber das war noch nicht alles. Denn der einzige Punkt, wo wir Benzin wahrscheinlich herbekommen, ist hier an unserem Auto. Zurücktreten. Zeit, ein wenig Feuersaft heraufzubeschwören. Schlürf, schlürf. Gute Arbeit, schätze ich. Jetzt her damit. Was? Gib mir den Benzinkanister. Ich hätte wissen müssen, dass du auf ihrer Seite bist. Schön. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, was ist eigentlich mit der Verkleidung? Nichts passt. Das sind alles Kindergrößen. Kindergrößen, könnt ihr die anziehen? Die Verkleidung haben Kindergrößen, aber ich weiß nicht, wie ich sie dazu kriege, sich als... Ja, okay. So, dann reparieren wir mal das Boot. Das Loch ist geflickt. Jetzt noch Benzin finden. Plutsch, platsch, plotsch. Schön. Das war's. Aufgetankt. Ich schätze, jetzt wo es funktioniert, fahre ich am besten raus und schaue mir den See an. Wir gehen besser mit raus, Mister. Zu gefährlich, Kinder. Ich sage euch, was ihr... Was? Ich sage euch was. Ihr bleibt hier und passt auf, ob Dudi zurückkommt, falls ich ihn verpasse. Aber Gefahr ist mein zweiter Vorname. Nein, ist er nicht. Sie schreiben Gefahr auf alle deine Dokumente. Oh, ja. Wir müssen los, Mister. Wir müssen. Ah, hier widerspricht mein Rechtsempfinden. Allerdings tut das die meisten Dinge. Was? Allerdings tun das die meisten Dinge, die ich mache. Also rein. Ah, guck mal. Hier. Detective McQueen, ja? Hey, ich kenne Sie. Dick Brookman hier. Ich berichte von dem Ort, an dem ich bin. Für Sie. Für immer Sie sind Sie... Was? Wo immer Sie sind für Twin Lakes News mit mir, Dick Brookman. Was machen Sie hier? Ich, Dick Brookman, bin hier, um über die neuesten Neuigkeiten zu berichten. Und die neuesten Neuigkeiten ist... die neueste Neuigkeit ist, dass in diesem See ein Monster lebt. Das ist nicht wirklich eine Einmeldung, oder? Die Leute reden seit Jahrzehnten über das Monster, über diese Monstergeschichte. Einmeldung, Polizei gesteht von dem Monster seit, und ich zitiere, Ewigkeiten gewusst zu haben. Sie sind, wie sind Sie hergekommen? Ich sehe kein Boot. Sie können die Presse nicht ausschließen und ich, Dick Brookman, bin die Presse. Okay. Also, wie lautet der Exklusivbericht über das Monster? Wir sind hier, live, an der Stelle, wohin uns unsere Untersuchungen bisher gebracht haben. Was werden wir sehen? Lebt hier das Monster? Werden wir endlich ein signiertes Foto der Kreatur bekommen? Schalten Sie ein, sobald ich, Dick Brookman, von den Twin Lakes News irgendetwas mitzuteilen habe. Oh, Sie wissen schon, dass es hier kein Publikum gibt, oder? Sie brauchen nicht so zu sprechen, als wären Sie auf... Sendung?
Einmeldung, Detective, Sie sind hier. 4 Zuhörer. Ob für 4 oder 4 Millionen Zuhörer, die Nachrichten müssen verbreitet werden. Hau rein. Vergessen Sie nicht, die Twin Lakes Nachrichten mit mir, Dick Brickman, einzuschalten. Wenn das spannende Fazit der Woche von Dick Brickman untersucht, mit mir, Dick Brickman. Wo ich Dick Brickman jede Spur der Kreatur folgen werde. Jede Spur überhaupt. Alles klar. Kann ich die haben? Finger weg von der Kamera. Wir drehen. Das ist eine Polaroid. Eine Polaroid-Kamera. Geil. Ah, eine nicht besetzte Polaroid-Kamera. Ist egal. Dick Brickman bekommt seinen Mann. Was? Bekommt seinen Mann oder ein Monster gefilmt. Und Sie können sicher sein, dass ich nicht gehe, bevor ich das mache. Bis ich Anlass habe zu glauben, dass sich das Monster woanders versteckt. Na gut, okay. Habt ihr noch was zu sagen? Wenn ich eine Kamera hätte, würde ich Bilder von Käfern und Fischen und Felsen und noch mehr Fischen machen, weil es mehrere Arten von Fischen gibt. Och, der Wind. Ich frage mich, ob der Typ sein Stelle die echten Fragen Abzeichen hat. Ich werde das bereuen, aber was sind die echten Fragen? Auf welchen Computer wurde Elvis hochgeladen? Wer hat die gefälschte Entdeckung von Amerika durch Kolumbus finanziert? Wo? Sorry, die vorgetäuschte Entdeckung von Amerika? Ja, Dooley sagt, dass es eigentlich keinen Beweis gibt, dass Amerika existiert. Dass wir eigentlich in einem geheimen Land mitten in den Alpen sind. Das ist beeindruckend, selbst für Dooley. Schön. Emily, wann kommen wir zur Polizeibrutalität in der Presse? Ah, so etwas machen wir nicht. Wie kann dir der Job nur Spaß machen? Wir gehen mal weiter. Oh, wie schön. Ich denke, wir haben uns verlaufen. Ziemlich gruseliger Ort. Ich wette, da sind Monster im Wald. Hoffentlich nicht. So, dunkler Wald. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Wald birgt. Nicht, dass ich das dringend herausfinden müsste. Guck mal, die Leute. Ah, die Glühwürmchen. Glühwürmchen. Brennende Fliegen. Das sind ein paar Freaks, ey. Ich habe viele ungeliebte Geschenke in diesen Wäldern vergraben. Oh, Emily. Emily. Oh, wie kannst du uns durch diese Wälder navigieren? Das ist ein Pfadfinder-Ding. Stattdessen lernen wir, uns von dem allsehenden GPS-Satelliten zu verstecken. Oh. Okay, nee, Devin, du nicht. Du nicht, mein Freund. Schild. Nichts drin. Nein, Sir. Okay. Dann sollten wir weiter Ausschau halten, schätze ich. Du bist wirklich Dulis Lehrling. Schön. Schlecht getarnter Höhlenangang. Hinter dieser offensichtlich falschen Abdeckung scheint sich eine Höhle zu befinden. Lass uns gehen. Ihr da. Ihr Leute solltet hier draußen aufpassen. Okay. Ich mache jeden fertig, der näher kommt. Ah, Duli. Nigel, das Monster. Ist der Schnüffler da draußen? Er kommt immer näher. Ich muss... Schau! Hey, Detective! Dooley! Was ist hier los? Hä? Oh, das ist Nigel. Hi. Er ist ein vertrauenswürdiger Kerl. Er hat mich hergeholt, um bei einem Problem zu helfen. Oh ja, bist du fertig? Können wir gehen? Nein, also... nein. Ich brauche nur Dooleys Hilfe. Dooleyminati.com ist... und er sind in... die Truthers Circle, sehr berühmt. Die Truthers Circle, schön. Oh, ich hab's weiter hier ins Post. Nochmal. So, ein Monster. Ein entsprechendes Monster. Ein entsprechendes Monster. Und ich möchte darüber nicht sprechen. Großartig. Ah, wir sind alle Gottes Geschöpfe, schätze ich. Stimmt das? Wir haben unter Wasser nicht so viel mit Religion am Hut. Ich habe nur die Bücher gelesen und vom Zeltlager geborgt habe. Ich bin nicht sicher, was machst du in Twin Lakes? Hier gibt es gute Zahnbehandlung. Aber du hast keine Zähne. Aber wenn, dann wäre das der Ort, wo ich hingehen würde. Ah, Entführung also. Ich finde, das ist eine unfaire Art zu beschreiben, wie man jemanden unter falschen Vorwand zu einem Ort lockt. Ihn in ein Versteck voller Höhle einsperrt. Und sich weigert, ihn freizulassen. Warum glaubst du, dass die Regierung dich verfolgt? Hollywood, ich wäre billiger als CGI und Monsterfilme sind momentan schwer in Mode. Ja, klar. Aber ich bin nicht in einem Leben... Achso, ich bin nicht an einem Leben im Rampenlicht interessiert. Ich arbeite lieber mit Make-up und helfe, dass die echten Sterne scheinen. Ach, wie schön. Schön gesagt. Bis später.
So, was haben wir denn? Ein Toupet. Gefällt es dir? Das ist meine menschliche Verkleidung. Ja, die wird top sein. So bin ich ins Camp gelangt und habe Dudi überredet, mit mir mitzukommen. Ich versichere, das ist ein anderer Blutalpha, sehr glaubhaft. Schön. Eines Tages würde ich gern in der Abteilung über Film und Make-up arbeiten. Ich glaube, ich habe ein Händchen dafür. Kann ich das jetzt nehmen? Nein, ich halte es nicht. Mal ein Zeichentisch ist voller Pfadfindertreffen, Flyer und verschiedene Fertigstellungsstufen. Das Fehlen meiner Hände erklärt. Das Fehlen seiner Hände erklärt die kindische Natur der Poster. Aber nicht davon erklärt, wie er einen Maltisch und einen Computer hierher bekommt. Und wir haben Tinte. Was haben wir noch? Mal ein Zeichentisch. Haben wir? Klebeband. Klebeband. Ein Grundbestandteil im Inventar jedes Abenteuers. Und wunderbar. Können wir denn ein paar gut platzierte Striche und getürktes Visier. Ah, okay. Okay. Dooley? Bist du okay, Dooley? Ja, ist ganz nett hier. Aber da ich nicht weg kann, kannst du Nigel von dem Schlüffler beschützen. Was? Werden den Typen draußen los und dann bringen den Gedankenhut, damit sie uns nicht wiederfinden. Dooley, der Typ ist ein Journalist vom Fernsehen. Perfekte Tarnung, oh Mann. Diese Regierungstypen sind pfiffig. Am besten überzeugen wir sie, dass Nigel woanders ist, um ihn loszuwerden. Ja, okay. Das ist die gleiche Vornseite wie auf Dudes Computer geöffnet. Und die Tasten sind feucht. Sehr feucht. Das ist ekelhaft. Hör mal. Er ist voll mit Fischverpackung. Was? Verurteile mich nicht! Schön. Okay, Gang. Die gute Nachricht ist, dass Dudi da drin und sicher ist. Die schlechte Nachricht ist, dass er noch nicht rauskommen kann. Warum nicht? Das ist ein Blutalpha-Test. Das gehört zum Stell-keine-Fragen-Abzeichen. Ja, darauf habe ich seit Ewigkeiten gewartet. Lass uns das machen. Okay. Könnt ihr das anziehen? Mal sehen, welche Art Outfit wir aus all dem machen können. Aha. Okay. Absolut überzeugend. Bigfoot. Okay. Wir können da nicht laufen. Können wir es ausziehen? Schätze schon. Ah, wir brauchen die Kamera dafür. Meine Güte! Oh yeah! Einmeldung, das Monster wurde woanders gesehen. Ich bin es, Dick Brickman. Melde mich ab, damit ich mich an ein andermal anmelden kann. Von einer anderen Bucht. Und wunderbar. Er hat seine Kamera zugelassen. Ich schätze, ich sollte sie ins Fundbüro bringen. Sicher nicht. So, dann zieht er nochmal die Verkleidung an. Ich könnte diese Leute dazu bringen, sich Monster zu verkleiden, aber ich muss einen Ort finden, wo uns keiner sieht. Andernfalls würde die Verkleidung aufliegen. Alles klar, dann wieder hier. Okay, alles klar. Denn so, okay, Gang, zurück ins Bigfoot Outfit. Und wir machen ein Foto. Sag mal, was immer Bigfoot sagen, wenn man Bilder von ihm macht. Warte, sobald das Bigfeet sein. Was? Sollten das Bigfeet sein? Bigfeet? Was? Okay, und wir haben ein Beweisfoto. Wunderbar. So, können wir da nicht laufen? Ja, okay, ich schätze schon. Und ich würde jetzt mal ans Kissen lassen. So, okay, wir haben das Foto und wir haben Klebeband. Ich würde tatsächlich gerne nochmal hier kurz reingehen und diesen Anruf beantworten. Hallo? Ich wollte nur sagen, dass Sie ihn bitte gefährlichen Biestern fernhalten. Also von. Machen Sie das? Er ist unser einziges Kind und wir haben ihn sehr lieb. Telefonierst du wieder mit diesem verdammten Lager? Die Wälder werden gefährlich, Barbara. Voll mit Bären und Schlangen und verrückten Kannibalen. In den Wäldern hier gibt es so etwas nicht, Jack. Du weißt doch, dass diese verfluchte Hütte sie alle abschreckt. Haha! Hä? In der Bibliothek war er viel sicherer. Man findet keinen Tod in der Bibliothek, sage ich immer. So, okay. Welche Hütte? Tatsächlich habe ich eine Ahnung. Ich werde aber hindüsen. Es gibt ein richtig mega. Also, es gibt. Das ganze Spiel ist voll mit coolen Easter Eggs. Aber auf das tatsächlich freue ich mich richtig doll. Ha! Dunkler Wald. Eine Hütte.
Und wir schauen mal rein. Ich weiß, was jetzt hier schon drin ist, aber Leute, also ich persönlich feiere es total, weil ich Fan davon bin. Ich hoffe, euch gefällt's. Das war vorher nicht da. Ich frage mich, was drin ist. Twin Peaks, Freunde. Twin fucking Peaks. Großartig. So. Und zwar, falls ihr Twin Peaks nicht kennt, das ist eine Serie aus den späten 80ern, die wirklich sehr revolutionär war. Von David Lynch gefilmt, extremer Surrealist. Und so war die Serie auch. Also es gab halt diese Hütte im Wald, die, wenn du reingegangen bist, also die Lodge, es gab zwei davon, da war dieser gigantische, große Raum mit diesem Vorhang, ein Riese saß da und ein Zwerg, der vorwärts, rückwärts sprach. Klingt jetzt komisch, also er hat quasi Worte rückwärts gelesen und die wurden vorwärts abgespielt. Dadurch klang das alles so, hallo, wir müssen gucken, was wir tun. So ungefähr. Also echt creepy. Und ich spreche ihn jetzt mal an. Ach, großartig. Okay, ich probiere es mal. Vielleicht schafft es Benny das in der Postproduktion rückwärts abzuspielen. Also. Warte mal. Nitek Guen Ituk Eba Hil. Okay. Das ist krass. Ja. Habi, Kuschi, Neui, Kishin. Ja, klar. Das, Kai Gumi, das du magst. Irre, Pferde, Fine, In, Mori, Kommen. Ja, also man kann es jetzt natürlich auch rückwärts lesen irgendwie, aber vielleicht, vielleicht zaubert Benny da was Tolles zusammen. Was? Ja. Sag mir. Was? Gummi. Was du magst. Ihr Pferde in Modi. Kommen. Scheiß. Nee, warte mal. Also, ja, steht ich zum Schluss, aber... Ki. Das war toll, das war toll. Nein, nichts. Es hat keinen Sinn, mit denen zu sprechen. Nicht zuhören. Also, wie schwer muss es damals für diese Schauspieler gewesen sein? Also, ich sitze nicht. Was? Okay. Ja, also das ist doch, das ist ein T, ne, oder? Ja, bestimmt nicht. Okay. Ich sitze nicht. Mein Scheiß. Okay, und der Riese sagt, die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Ein großartiges Zitat aus Twin Peaks. Ach, wie toll. Es sei denn, sie wirken wie nachtaktive Raubvögel. Großartig. In diesem Fall sind sie genau das, was sie scheinen. Ach, wie schön, toll. Ach. Ich bin hier raus. Seht ihr euch, Lutscher, zum 25. Jubiläum. Ja, Alter, wie geil. David Lynch hat gesagt, es gab zwei Staffeln und er hat gesagt, nach 25 Jahren wird er wiederkommen. Also der Protagonist innerhalb dieser Serie. Und David Lynch hat wirklich 25 Jahre später die dritte und finale Staffel dieser Serie Twin Peaks gemacht. Und man muss sich vorstellen, alle, die noch von den Schauspielern leben irgendwie, die sieht man, also man macht sich keine Vorstellung irgendwie. Man guckt die ersten beiden Staffeln. Für dich vergeht, ich sage mal, eine Woche. Für alle Schauspieler sind plötzlich, bin von einer Woche 25 Jahre älter. Das ist total krass. Aber toll, dass die Entwickler das so gemacht haben. Irgendwie. Leute, ich feiere euch extrem dafür. Vielen Dank. Das war schön. Das war schön. So, okay. Dann würde ich sagen, ich steige jetzt ins Boot und mach weiter. Ihr bekommt ein Beweisfoto von mir, Freunde. Ich habe ein Foto gefunden, das euch interessieren dürfte. Ein Beweis? Endlich! Wir wussten, dass es ihn gibt. Warte nur, bis wir die Truppe zeigen. Welche Truppe? Ihr seid alle! Ihr seid alle! So,
Jetzt sind alle weg. Wozu braucht der Klebeband? Ach so. Ah, sie scheinen ihre Kühlbox essen und Alufolie da gelassen zu haben. Das kann ich ihnen absperren bauen. Davon nehme ich etwas. Alufolie. Okay. Jetzt, okay. Lass uns das machen. Ah, okay, okay, okay. Na gut. Was denn? Geht nicht? Warum geht nicht nicht? Doch, geht doch. So, schabbidibub, schabbidibub. So, ist denn noch? Du kommst dahin. Du nicht. Du kommst dahin. Denn du hierhin. Schön. Aha, alles klar. Das sollte reichen. Jetzt muss ich das hier ankleben, das so falten und voila, ein Aluhut. Ich bringe ihn besser zurück in die Höhle und gebe ihm einen Heitschel. Blub. Alles klar. So, Nigel. Nein, musst du den Kopf wohl da behalten. Ist der Schnüffler weg? Ja, er ist weg. Okay, gib ihm den Hut. Na also, das ist eine wahre Schönheit. Und jetzt? Jetzt, wo der Schnüffler abgelenkt und Nigel nicht aufspürbar ist, ist es an der Zeit für ihn, ein neues Leben zu beginnen. Frei von dem wachsamen Auge der Obrigkeit. Können wir in Kontakt bleiben? Natürlich, schick mir einfach Nachrichten von schwer überprüfbaren Orten wie Telefonzellen, Cafés oder dem Mariannengraben. Alles klar, danke nochmal, Duni. Ja. Aber Kerl, ich hoffe, er kann diese Regierungsschnüffler abhängen. Duni, wir sind die Regierungsschnüffler. Sprich für dich selbst, ich sage dem Mann nichts. Schön, schön. Ja, es ist gut, dich wieder zu haben, Duni. Ja, und wir haben keinen Sprit mehr. Benzin? Sieht aus, als ob du bei uns bleibst. Marshmallows für alle! Wir sind die grausamsten Wölfe der Stadt. Er drückt sie. Ein Schnüffeln, die Riechkolbe plan. Wunderbar. Hier, hier. Ah, oh, Fall abgeschlossen. Blutwolf.